Natürlich sind wir mit der Technowelle irgendwie an uns Tageslicht geschwappt. Ein Club kam, er ging, es war ein Kommen und ein Gehen eigentlich. Jeder hat irgendwie Lust gehabt, aktiv was zu machen, sei es jetzt eine Party in der Unterführung oder eine Party dort oder dort, also irgendwas zu machen, und da hat also im Grunde genommen jeder Hummeln im Arsch gehabt, um es mal so auszudrücken. Das war so ein bisschen so ein Goldgräber-Stimmung oder Zeit, wie auch immer, wo jeder gedacht hat, hey, kann man was machen oder die Zeit ist reif, irgendwie was zu bewegen. Genau zu der Zeit sind wir eben auf den Plan getreten. Also hat sich schon entwickelt, manche Rubriken sind weggefallen, manche sind hinzugekommen. Auf Position 1 sind schon die Fotos nach wie vor, denke ich. Die Partyfotos dicht gefolgt von den Veranstaltungshinweisen, ganz klar. Der Sender dafür gehört auf jeden Fall zu den... Der ist Platz 3 gewesen. Oder? Ja, wäre jetzt Platz 3 oder Platz 4 gewesen. Wir wollen ja das Heft ja nicht einfach nur ein Partyfoto-Heft werden lassen, sondern wir wollen eigentlich schon noch, dass da ein großer Inhalt drin steht, dass die Leser des Heftes den ganzen Monat über behalten und immer wieder zur Hand nehmen. Man liest ja nicht am Anfang gleich alle Artikel auf einmal, es sei denn, man sitzt lange auf der Toilette. Wir wollen so die, wir nennen es also mal Club DJ und Dance Musik in allen Facetten irgendwie abdecken und das auf keinen Fall in die, wie es jetzt, wo der Partisanbruder zu leiden hat, irgendwie in eine Techno-Ecke gedrängt werden, sondern sagen hier Tanzmusik in allen Facetten, DJ, Club und Dance Musik. Das Konzept von Subculture ist einfach das, man lässt sich auf die regionalen Bedürfnisse und Gegebenheiten ein und sagt nicht, das ist jetzt fix für die Musikrichtung und das zieht man überall in allen Städten durch, sondern das unterscheidet sich halt. In Stuttgart hat man einen Schwerpunkt in der Musikecke, in der Ausgabe Rhein-Neckar, also im Mannheim-Gebiet, hat man mehr in der Ecke. Ein Spiegel von dieser Clubkultur sollte es sein.